Zeitvorsprung haben. Seiner, nämlich jener von Miklaut, auf Sikora ist nicht allzu groß, keine 13. Andrej Miklaut aus Sabnica in Slowenien. Bester Slowene in diesem Winter im Slalom. Einzelf 38, 900. Rückstand, aber im unteren Teil hat ja Sikora ein bisschen Zeit verloren. Also Kimura hat gezeigt, dass man unten noch gegenüber Sikora wieder herankommen kann. Also noch ist es nicht klar, dass Miklaut hinter ihm ist, aber er hat einen Torfehler gemacht. Torfehler von Miklaut. Damit bleibt er in jedem Fall aus der Wertung. Andrej Miklaut, wir zeigen es gleich als Bestätigung, schafft es nicht, aber auch mit dem Fehler hätte er es nicht geschafft. Auch so wäre er um eine halbe Sekunde zurückgeblieben. Achtung, aufgepasst. Aus sein linker Ski. Schauen Sie genau auf die Stange, wie sie sich biegt und wo die Skispitze ist. Er tritt mit dem Ski auf die Stange, die sich nach innen biegt. Kann man sehr schön an diesen Kippstangen erkennen, in welche Richtung sie sich biegen. Und jetzt beginnt die große Entscheidung der ersten drei. Wenn einer noch hinter Sikora bleibt, ist Thomas Sikora, der 9. nach dem ersten Durchgang bereits auf dem Siegespodest. Alberto Tomba, er hat 57 Hundertstel Sekunden Guthaben auf Thomas Sikora aus dem ersten Durchgang. Ui, da geht's an, der Alberto. Er will heute alles zerreißen, will vor der Weltmeisterschaft gewinnen. Ein Sieg in Schladming fehlt ihm noch in seiner tollen Bilanz. Zwischenzeit 1:11:26, aber nur noch 300stel ist da vorne. Das wird ganz spannend und ganz knapp werden zwischen Sikora und Alberto Tomba. Noch etwas mehr als 10 Sekunden. Er macht es wieder spannend. Alberto La Bomba. 32, 33, wer ist vorne? 34, 35. Es ist Tomba. 1:35:87. Alberto Tomba führt. 36 Hundertstel Vorsprung. Alberto Tomba. Er kann es fast nicht fassen. Laufzeit Nummer 8 im zweiten Durchgang. Und er hat wieder mal den Einser hinter sich, Alberto Tomba. 8. Platz im zweiten Durchgang. Mit 8 besten Laufzeit der 3. im ersten Durchgang. Jetzt die Führung für Alberto Tomba. 36 Hundertstel auf Sikora, 39 auf Kimura. Markus Eberle ist Vierter. Robert Brunner ein bisschen mehr Distanz, aber jetzt nimmt er doch noch die Ski, obwohl ja der Robert jetzt im italienischen Team arbeitet und der Alberto seine eigenen Wege geht. Thomas Stangassinger, die Zeit kriegt er mit, er weiß, wer führt. Das sagen die Läufer immer, die 700stel Vorsprung, die hat Sebastian Amier auf Tomba aus dem ersten Durchgang. Tomba ist unten hervorragend gefahren. So, was macht jetzt Sebastian Amier? Ist das sein Tag? Ist das seine Piste? 1:11:04. 22 Hundertstel Vorsprung auf Alberto Tomba. Auch ein kleiner Hacker drinnen. Kurzfahrt weggenommen. Hat ein bisschen was gekostet. Aber schnell auslassen. Das ist entscheidend, um den Schwung hier raus in die nächste Torkombination wieder zu erhöhen. 35:87, 1:35:87 von Tomba, 33:34, 1:35:36, 36:19. Tomba bleibt vorne, ist zumindest wieder Zweiter. Wien Madonna, Wien Kitzbühel und Wien Chamonix zumindest nach dem ersten Durchgang. Sebastian Amier hinter Tomba und der Sieger in Kitzbühel heißt entweder Alberto Tomba oder Thomas Stangassinger. Die beiden, die einander schon dieses große Duell geliefert haben, 1994, um olympisches Gold in Hafjell bei Lillehammer, wo Alberto Tomba nach einem verpatzten ersten Lauf eine tolle Aufholjagd geschafft hat, bis auf den zweiten Platz nach vorne, aber Thomas Stangassinger behielt die Nerven, konnte einen Teil seines Vorsprungs ins Ziel retten
und olympisches Gold gewinnen. Schafft das heute wieder. Wir wünschen Sie. Wir halten ihm die Daumen. Jetzt fällt die Entscheidung hier in Schladming. Thomas Stangassinger, der Olympiasieger, 22 Hundertstel, sein Vorsprung auf Alberto Domba. Er wird ja hinuntergetrieben von einer Woge der Begeisterung. Und dann der Aufschrei bei der Zwischenzeit. Das bekommt ein Läufer mit während der Fahrt. 8, 9, 10 und 1, 10, 75, 51 Hundertstel Vorsprung. Thomas, lass dir den Vorsprung im unteren Teil nicht mehr entreißen. Hoppla! Ach, jetzt wage ich keine Wette mehr abzugeben. Er kommt wieder in den Rhythmus, er kommt wieder in den Rhythmus. 33, 34, aber der Sieger heißt Tomba. Alberto Tomba ist der Sieger von Schladming. Thomas Stangassinger, Platz 2, großer Sieger hier in Schladming. Alberto Tomba, the champion is back. Im letzten Rennen vor der Weltmeisterschaft ist der Weltmeister des Vorjahres wieder zu oberst am Siegespodest. Thomas Stangassinger, ein großes Finale der beiden. Mit einem kleinen Fehler, nach brillanter Fahrt, zweiter Platz, nur 16 Hundertstel Rückstand, trotz des Fehlers, aber er hatte ja eine halbe Sekunde oben Vorsprung. Und für Alberto Tomba sicherlich einer der größten Erfolge für ihn persönlich, denn viele haben ihm den Erfolg in dieser Saison nicht mehr zugetraut. Und jetzt genießt er ihn in vollen Zügen. Gratulation aber auch Thomas Stangassinger für den zweiten Platz und vor allem Thomas Sikora zu seinem vierten Platz. Dazwischen ist nur Amier. Tomba gewinnt, Stangassinger ist Zweiter, Amier ist Dritter, vierter Sikora, fünfter Kimura, sechster Markus Eberle, siebenter Miklauz, achter Furuset, neunter Jacke und zehnter Mlekuš. Thomas Sikora und Thomas Stangassinger mit den Plätzen 2 und 4.